So Leute, und willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Terraria mit dem Terracellar natürlich. Ja, moin. Ja, dann wollen wir auch direkt mal weiter zocken. Ich muss mich hier jetzt mal wieder ein bisschen einleben. Ich auch. Mir liegt dieses am Stück aufnehmen nicht so. Nicht so wie anderen. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich am Baum gearbeitet habe. Und dass ich dafür noch so ein paar Sachen brauchte. Also irgendwie, Holz, oder? Davon hatte ich, glaube ich, jetzt mittlerweile ein bisschen was gesammelt. Ich meine, allgemein irgendwie. Ja, doch, Holz brauche ich auch noch, genau, für den Hintergrund. Und irgendwie so grüne Fackeln und sowas, dass es irgendwie ein bisschen grünlicher aussieht oben. Gut, ich glaube, da gehe ich auch direkt mal auf Holzjagd. Holzjagd. Dass ich zumindest ein bisschen was bekomme. Ja. Kommt recht schon die Zombies, ey. Sind auch noch Hasen ohne Ende. Im Haus oder was? Vorm Haus. Kannst alle töten. Hab ich schon. Ich muss eigentlich gleich mal kurz in die Option gehen. Weil irgendwie, wenn ich die Aufnahme anfange, dann ist das Licht irgendwie mal komisch. Und irgendwas stellt sich da, glaube ich, um. Muss ich mal kurz ein bisschen Deckung suchen. Ah ne, ich kann ja jetzt so gar nicht in Optionen. Ah, scheiße. Naja, muss ich jetzt mit leben. Muss ich mal nächstes Mal gucken. Irgendwas stellt sich da. Zombies. Wo waren nochmal die vielen großen Bäume? Links oder rechts? Ich glaube rechts. Ja, irgendwo meine ich, waren so ganz viele große Bäume. Ist einfach kein Plan mehr wo. Wenn schon so ewig her ist. Ah, drei Zombies. Weg. So, buddel ich mich jetzt hier mal rein. Ah, diese scheiß Augen, ne? Wie so auf dem Keks. Und falls man gerade ein bisschen was im Hintergrund hört, irgendwie irgendwelche Leute hupen oder so, dann liegt das daran, dass ich gerade noch Fenster auf habe. Ich das normalerweise nicht habe. Aber momentan ist es eigentlich ein bisschen warm und da habe ich dann doch ein bisschen Durchzug. Ah, ich hoffe, man hört nicht allzu viel. Zumal ich auch ein bisschen Rauschentfernung mache. Irgendwie kommt es mir so vor, als wären wir hier noch nie gewesen. Das ist eigentlich aber gar nicht so weit rechts. Da liegt noch ein bisschen Kupfer überall rum. Soll ich Holz mitbringen, weil ich glaube, ich habe hier gerade ein paar Bäume gefunden. Ja, klar, gerne, wenn du es nicht brauchst. Ey, weg. Boah, Zombies. Okay, wurden auf jeden Fall ganz viele gepflanzt, ganz viele Bäume. Also es sieht schon mal ganz gut aus, dass in der Richtung irgendwo große Bäume oder viele Bäume sind. Nein, geht weg. Ah, da ist schon die Corruption, oder? Ja, scheiße. Oder auch nicht. Oder die großen Bäume sind schon alle weg. Könnte hier auch sein. Hol ich mir mal die hier ab. Ich habe mittlerweile, ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal auch schon hatte, ich habe die Sprache mal auf Englisch gestellt. Nee, der hatte noch Deutsch letztes Mal. Okay, weil, sagten ja auch einige, dass es dann einen Bug gibt und alles. Und bevor da irgendwas passiert, stelle ich ruhig auf Englisch. Zumal man das meiste eh verstehen sollte. Bumerang. Genau. Dayblue. Ach, das brauche ich doch nicht. Eine Tagespflanze. Beziehungsweise eine Sonnenblume. So,
So, komm, ey. Den hier auch noch und ich glaube dann, ja, muss ich mal gucken, ob das reicht. Ja, da habe ich schon mindestens, ja, schon mal ein bisschen mehr als 200. Dann mit deinen noch dazu, dann sollte das eigentlich reichen. Zumindest für das Größte. Jetzt hätte ich hier noch von den scheiß Slimes noch angegriffen, ey, ich glaube, es hackt. Wo bist du denn? Ich bin gerade auf dem Rückweg. Komm halt, blaue Gruppe. Achso, ja, stimmt. Boah, du bist ja ganz schön weit weg. Ich dachte, du wärst noch ein bisschen näher ran. Ich gehe mal gerade erstmal kurz in meinen Baum. Schau mal, dass ich hier die Dingens in Wände umwandle. So, 200 irgendwas, das reicht schon mal. Erstmal. Hoffe ich. So, na gut, das reicht auf jeden Fall nicht. Kann ich jetzt schon mal sagen. Das reicht auf keinen Fall. Aber das ist unglaublich, wie viele Wände man braucht, ne? Ja. Hätten sie auch ein bisschen irgendwie reduzieren können oder ein bisschen größer machen können oder so. Ich brauche alleine schon 200 für so ein kleines Stück, was ich noch nicht ausgearbeitet hatte. Die ganze obere Etage brauche ich wahrscheinlich noch, keine Ahnung, 500 Stück mindestens. Ja, mehr wahrscheinlich noch. So, das sieht schon mal ganz gut aus so. Eigentlich. Wie viel Leben hast du eigentlich, Luxi? 140 habe ich. Okay. Oh je. So, ja, das war's erstmal. Hm. Hol ich mir noch ein bisschen mehr. So, was habe ich ja noch? Oder? Ja, doch. Ja, okay, ich habe wohl noch ein bisschen. Bisschen Holz, aber ich weiß nicht, ob es reicht. So, nochmal 200 irgendwas und nochmal ein bisschen mehr. So, jetzt habe ich 350 circa. Wir sind am Samstag alle, gell, sind mal zu 9, der zum Black Ops stand früh gegangen. Jetzt bei der Gamescom. 9? Oder was meinst du? Früh ist um, wo sie aufgemacht hat, sind wir dann direkt mit 9 Leuten zum Black Ops stand. Wie lange musst du da stehen? Ja gut, welche von uns mussten da wieder raus, wegen Ausweiskontrolle. Und die halt durchgekommen sind, die haben dann eine knappe Stunde gestanden. Das geht aber. Ja, als wir da rauskamen, haben wir geguckt, also da war eine Wartezeit von ungefähr 5 Stunden. Na, das ist krass. Bei Assassin's Creed war auch 300 Minuten. Ja, und da ist jeden Tag, ne? Ja. Du brauchst Holzwände, oder? Ja, ich muss noch gucken, wie viel ich brauche. Also ich habe jetzt noch 200 circa. Also ich denke so, nochmal 200 bräuchte ich. Also 50 normale Holz. Ob es dann reicht, weiß ich nicht. Ansonsten hole ich mir noch ein bisschen was. So, wenn das Ding fertig ist, ey. Bin ich schon mal froh. Schon mal so ein Riesending fertig gebaut. Das ist mal das Schwierigste eigentlich, die Form war oben. Die Baumkrone irgendwie gut zu machen. Du hast jetzt noch 200 gemacht. Ich baue mal unten schon mal wieder ein bisschen was hier ab. Kann ich das gleich wieder oben hinpflanzen.
Brauchst du noch ein bisschen Erde für die Etagen? Ja, das wäre gut. Oder bau du mal eine Etage. Kann man ja auch. Jetzt. So, ich glaube, das müsste reichen von der Erde her. So, jetzt komme ich nicht mehr raus. So, ich baue mal wieder hier unten ab. Oder hast du nichts mehr? Doch, ich habe noch genug. Okay, gut, dann wird das Ding auf jeden Fall gleich fertig. Zumindest das Innere. Kann man schon mal damit beginnen, irgendwie Smaragde oder sowas zu sammeln, dass man dann die Fackeln grün färben kann. Dass man außen und innen welche macht. Mann! Jetzt. Es wird auch gesagt, dass ich doch einfach Erde nehmen soll, außenrum. Und die dann halt so begrünen soll. Oh, scheiße. Ja, muss ich mal gucken, ob ich das mache. Ich weiß nicht, gibt es sonst irgendwie einen grünen Blocken, komplett grün? Nein. Ja, ich muss mal schauen, wie ich das mache. Irgendwie kriege ich das schon hin. Ansonsten reicht mir das auch so. Der da jetzt außen ein bisschen grün aussieht oder nicht. So wurscht. Na, sehr gut. Ich baue mal da oben eben die Erde ab, ne? Wir aber runter in den Tod fallen. Ich glaube, dann gehe ich gleich nochmal in die Höhle. Kommst du mit? Dann? Ja, ja. Luxi, ich habe jetzt noch 800 Wände ungefähr. 800 hast du noch? Oh Gott. Da hast du ja auch nicht was gemacht. Da können wir später für ein paar Räume gebrauchen, irgendwie von den Typen, die dann noch einziehen. Jo. So. Gut, dann, ja, müsste ich eigentlich mal mit der Raumeinteilung anfangen, aber ich glaube, ich sammle jetzt erstmal, oder ich lege jetzt erstmal ein paar Sachen weg. Und schaue dann erstmal, dass ich noch ein paar Sachen farme. Irgendwie unten. Ich weiß gar nicht, wie weit wir unten jetzt mit der Höhle waren. Weiß ich auch nicht mehr, ey. So, dann schaue ich mal. Sticky Bombs. Ja. So, ich schaue mal ganz kurz. Hier oben ist alles mit Kupfer. Okay. Kupfer hatte ich noch ein bisschen was gefunden. Kupfersachen brauchst du nicht mehr, ne? Nö. Ich kann mal später nochmal irgendwas Gutes mit Kupfer machen. Irgendwie so Kupfer-Kronleuchter oder sowas. Ne, es geht glaube ich nur mit Eisen oder Silber oder Gold. Oh, was ist das denn? Copper Watch. Eine Kupferuhr. Okay. Ja, hol ich mir einfach mal. Oh, ich könnte mir noch 6 Eisen machen. Soll ich ein Eisenklo machen? Kommt drauf an, wenn du noch so viel Eisen übrig hast, dass du da meinst, das wäre sinnvoll. Ne, ich mach mir einen Eimer. Ein Eimer ist ja auch noch in der Kiste. Können wir jetzt unendlich Wasser klitschen? Kannst du später irgendwann deine Obsidian-Farm da wieder machen? So, warte mal. Das hier unten waren nur deine Truhen, oder? Ja. Okay. Wie habe ich denn alles in die Truhe oben gepackt? Muss ja einiges verkauft haben. Ja, mach ich jetzt aber auch nochmal. Was verkaufe ich denn? Daybloom Seed. Braucht doch kein Mensch. Das brauche ich auch nicht. Ein Bogen. Kupferbogen. Brauche ich auch nicht. Zunächst einmal nicht. Chests kann ich nur gebrauchen. Gel bestimmt auch. Throwing Knife. Ein Wurfmesser. Braucht man eigentlich auch nicht so häufig, ne? Nicht so wirklich. Haben wir schon eigentlich Glas?
Ich glaube nicht. Oder Sand? Ne, also hier in der Kiste zumindest haben wir nichts. Außer du hast bei dir was, weiß ich nicht. Ich kann mal kurz gucken. Schau mal. Du hast in der Goldkiste eine Goldkiste. Ja. Ja, doch, du hast hier 142 Glaswände und noch ein bisschen Sand. Oh, Sand. Stimmt, das haben wir ja beim letzten Mal auch gefarmt. Sand. Keine Ahnung, ist viel zu lang her. Ey, mach die Tricks. Na, wobei es nicht so lange her ist wie letzte Mal. Ist es vielleicht, weiß ich nicht, 2 Wochen oder? Ne, ein bisschen mehr. Kein Plan. 3, 4 Wochen würde ich sagen. Ja. Ich pflanze hier nochmal kurz so ein paar Sachen. Hier. Seeds. Also Setzlinge. Achso. Ganz halt falsche Maustaste gedrückt. Ist hier auch geil. Boah, überall ist hier dieses Gras. Gras. Dass ich da nichts drüber pflanzen kann. Oder? Geht das sogar? Das kannst du doch wegmachen, das Gras. Ja, aber ich wollte das in. Ja, doch, es geht sogar. Ja, ich hab gedacht, ich kann das nicht, also diese Setzlinge nicht pflanzen, wenn da Gras drüber ist. Also dieses hohe Gras. Aber geht schon mal doch. Oh. Oh. So, jetzt wird's eh Nacht, dann gehe ich jetzt in die Tiefe. So. Gut, kommst mit? Ja, ich baue noch ein bisschen. Alles klar, dann gehe ich bei meinem Baum darunter. Da habe ich extra noch sowas gemacht. Das ist aber auch noch nicht fertig geworden, glaube ich. Ja, also hier kann ich mich noch gut dran erinnern. Wollte ich mal alles schön symmetrisch haben und sowas. Oh Gott, ist das schon tief. Das soll ich wieder symmetrisch machen gleich, ey. Oder in den gleichen Abständen. Oh Gott, das kann was werden. Okay. 4er Abstand. Also die Fackeln. Ich hoffe nicht, dass ich mich durch so einen riesen unterirdischen See graben muss. Das wäre richtig ätzend. Ich glaube, das hatten wir letzte Mal oder so. Oder als wir einen privaten Spielstand hatten. Irgendwann hatten wir doch mal, dass wir so einen großen See hatten. Ja, das war übelst beschissen. Oder einen Lavasee, ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwas mit ganz viel Arbeit verbunden war. Also das wünsche ich mir nicht unbedingt nochmal. Oh, da geht's tief runter. Nein, ein See! Aber der ist zum Glück nicht ganz so groß. Scheiße, jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich das gebaut habe. Ja, oh. Schon zu lange her. Ja. Ja, sonst ist es egal, wir sind ja eh noch nicht in der Lava-Ebene. Das kann ja noch ein Stück dauern. Hätten wir das gemacht, erstmal den ganzen See, also den Gang, erstmal zubauen, ne? Das, ja, das, aber kein Wasser, das geht nicht mehr. Steigt das irgendwie direkt, oder wie? Nee, irgendwie haben die das verändert. Das wäre voll scheiße. Krieg mal das ja nie wieder raus. Doch, du musst es. Irgendwie kriegst du es wieder raus, aber ich weiß nicht wie. Boah, das ist ja echt. Wie assi ist das denn, ey? Wie mache ich das denn jetzt? Ja, Alter. Warum haben sie das denn gemacht? Aber ich würde sagen, das ist ein kleines Problem. Da muss ich das ja irgendwie umfüllen lassen oder so, ne? Ja. Das kann ja richtig jetzt arbeiten.